Willkommen zum Video, hier spricht Kai vom Novapool und in diesem Video zeige ich dir, wie du ein Typhoon Lite Wallet wiederherstellen kannst. Wir befinden uns in der Browsererweiterung des Typhoon Wallets. Wie du da hinkommst und wie du diese installierst, habe ich dir bereits im Installieren und Einrichten Video gezeigt. Wenn du dir die Schritte nochmal anschauen möchtest, dann findest du das Video unten in der Beschreibung. Zum Wiederherstellen des Wallets werde ich meine Passphrase verwenden. Drücke dazu auf Importieren. Jetzt musst du deinem Wallet einen Namen geben. In diesem Video nenne ich es Mein Wallet und lege direkt im Anschluss ein sicheres Spending-Passwort an. Dieses benötigst du, um dich in dein Wallet einzuloggen und um Transaktionen zu bestätigen. Bestätige nun die Bedingungen und Konditionen und fahre fort. Im nächsten Schritt musst du dich entscheiden, wie lang deine Passphrase ist. Diese kann 12, 15 oder 24 Wörter enthalten. Ich verwende die 24 Wörter, die ich jetzt in der richtigen Reihenfolge eintragen muss. Typhoon Wallet erleichtert dir diese Aufgabe, indem es dir beim Eintippen die Wörter vorschlägt. Im letzten Schritt musst du dich noch für die Art des Wallets entscheiden. Ich wähle, wie auch in den vorherigen Videos, das Standard HD Wallet. Somit ist dein Wallet wiederhergestellt und kann ab sofort benutzt werden. Und das war's auch schon mit dem Video. Wenn du in der Zukunft keines unserer neuen Videos mehr verpassen möchtest, abonniere unseren YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke. Falls dir dieses Video einen Mehrwert geliefert hat und du ausstaken möchtest, komm doch gerne an Bord. Folg uns auf Twitter für aktuelle News rund um Cardano und unseren Pool. Wenn du Fragen hast, schau doch gerne mal in unserer Telegram-Gruppe vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Epoche.